Lieben, hier ist wieder Anne von Bodykiss und heute zeige ich euch 5 verschiedene Outfits, wie man sich so im Büro stylen kann, was man da anziehen könnte, wenn man noch auf Ideensuche ist. Aber diese 5 Outfits sind auch super als Bewerbungsgespräch-Ideen, falls ihr da nicht so standardmäßig erscheinen wollt und trotzdem noch diese genügende Förmlichkeit aufweisen wollt für ein Vorstellungsgespräch. Als erstes möchte ich nochmal darauf eingehen, die Schminke, die ich trage und auch durchgehend bei den Outfits tragen werde, ist die gleiche Schminke, die ich euch hier mal oben verlinke, von meinem Vorstellungsgesprächs-Schminkvideo, wo ich euch einfach mal gezeigt hatte, was ich für Schminke tragen würde und welche dezenten Hinweise ich euch da gegeben habe. Wie ihr seht bereits, ich habe zwar jetzt nicht den passenden Nagellack, wenn es jetzt um ein Vorstellungsgespräch geht. Ich finde nämlich das schon extremer Nagellack, aber er ist dunkelrot, auch wenn er jetzt schwarz aussieht. Also achtet einfach nicht auf meinen Nagellack, sondern wenn ihr ein Vorstellungsgespräch habt, würde ich eventuell eher auf so eine dezentere Farbe wie Nude-Töne oder durchsichtig oder sogar gar keinen Nagellack nehmen. Das ist ein kleiner Hinweis vorneweg. Wir fangen gleich an mit dem ersten Outfit. Dann werde ich diesmal auch die Marken, von denen ich die Kleidungsstücke habe, nur kurz erwähnen, wenn ich denke, dass es passend ist. Sonst werde ich das nicht erwähnen, weil viele der Stücke sind schon ein bisschen älter oder von letzter Saison. Und dann ist es einfach egal, wo ich das her habe, weil ihr könnt es ja eh nicht mehr nachkaufen. Aber die meisten Sachen gibt es wirklich standardmäßig in vielen Kollektionen, weil es einfach so typische Ausstattung ist für so eine Kollektion wie H&M oder Mango oder Zara. Deswegen werde ich euch einfach da mal kurze Hinweise geben, wo ich denke, wo man sowas gut finden kann. Das erste Outfit, ich blende es euch ein, damit ihr kurz sehen könnt, wie das getragen aussah. Das war ein langer schwarzer Rock, also ein Midi-Rock High Waist, also der ging bis über den Bauchnabel. Ich finde es sehr schön, auch im Büro so Röcke zu tragen, wenn sie nicht zu kurz sind. Großer Hinweis, guckt, dass jeder Rock, den ihr im Büro tragt, eigentlich schon bis zu den Knien reicht, weil ihr wollt ja jetzt nicht aufreizend dort erscheinen. Ich habe dazu jetzt ein Cardigan kombiniert, einen schwarzen Cardigan und drunter noch ein ganz normales Tanktop, was man ja nicht sehen wird, weil ich das, den Cardigan ja drüber trage. Und noch einen schönen, dezenten, großen schwarzen Gürtel mit Pumps. Ich finde, das ist ein cooles Outfit, was modern wirkt, aber trotzdem nicht zu stylisch, dass jetzt alle denken, du gehst jetzt auf die New York Fashion Week oder so. Also es muss ja immer noch passen fürs Büro oder fürs Vorstellungsgespräch. Das nächste Outfit finde ich sehr schön, da es, wie ihr sehen könnt, zwar förmlich ist, aber auch ein bisschen so einen legeren Touch hat. Also ich habe hier eine ganz normale Anzugshose genommen. Die habe ich jetzt aus dem Mango, aus der letzten Kollektion. Die gibt es aber bei Mango regelmäßig, so Art von Hosen, die nur bis zu den Knöcheln geht, was ich immer sehr schön finde, besonders wenn man wie hier die mit so Sandalen, offenen Sandalen kombiniert, die förmlich aussehen, aber auch ein bisschen verspielte Schleife obendrauf hatten. Dann obenrum hatte ich jetzt hier ein Feinstrickhemd an in Weiß. Ich finde, das sieht zwar von weit her, sieht es vielleicht aus wie ein ganz normales T-Shirt, aber durch dieses Feinstrickmuster gibt es so ein bisschen Förmlichkeit wieder zu dem ganzen Outfit, so wie durch die goldene Kette, die ich jetzt dazu kombiniert hatte. Frisurmäßig habe ich es jetzt eher dezent gehalten. Ich finde, wenn man sehr lange Haare hat, wie ich, würde ich darauf verzichten, die Haare irgendwie offen zu tragen, weil ich finde, ab einer bestimmten Länge trägt man die Haare dann geschlossen. Das kommt einfach oft besser rüber, meiner Ansicht nach. Ein bisschen professioneller und ja, natürlich ab einer bestimmten Kürze kann man natürlich die Haare offen tragen. Beim nächsten Outfit zeige ich euch ein Kleid. Und das Kleid habe ich jetzt sogar noch an. Ich finde, Kleider kann man auch echt gut kombinieren, wenn es halt die passende Angelegenheit ist. Also im Büro, wenn man es jetzt hier, wie ich jetzt gemacht habe, mit einem Blazer kombiniert, dann wirkt das gleich schon viel büromäßiger, sage ich jetzt mal, ohne dass jetzt jemand denkt, du gehst auf einen Ball oder du gehst zu einem Date. Ich habe jetzt mein Kleid mit so kleinen Gominos, heißen die, kombiniert. Diese Gominos sind von Tots jetzt, müssen nicht von Tots sein. Die gibt es, glaube ich, auch regelmäßig bei jedem normalen Schuhgeschäft. Also ganz normale, flache Loafers. Die sind super bequem, finde ich. Auch ein großer Hinweis von mir, tragt lieber bequeme Schuhe, sowohl für Vorstellungsgespräche als auch ins Büro. Weil wer mit 12 cm Hacken den ganzen Tag laufen kann, der hat es einfach gelernt und der kann das gut. Ich kriege da irgendwann total die Schmerzen von durchs Rumrennen. Deswegen, ich trage gerne absatzlose Schuhe und meine Haare habe ich hier hoch gemacht zu einem Dutt. Das finde ich passt auch mal sehr gut. Und mit so einer dezent goldenen Kette ist es wirklich super ins Büro.
Für diejenigen von euch, die finden, dass man eher hochgeschlossen ins Büro gehen sollte, können natürlich auch besonders bei so einem Kleid nochmal etwas drunter tragen, wie ein dezentes schwarzes Top oder sogar ein weißes Top. Da ist man wirklich offen. Ich finde, bis zu einer bestimmten Tiefe ist das okay, solange man nicht hier quasi bis zum Bauchnabel reingucken kann. Dieses Outfit ist wohl das typischste Outfit, was es so gibt für Frauen im Büro, finde ich. Aber ich finde es trotzdem immer wieder schön. Das ist einfach eine schwarze Anzugshose. Die hatte ich hier jetzt sogar weiße Nadelstreifen. Dazu einen schwarzen Blazer. Diesen Blazer habe ich auch von Mango. Der ist zwar auch letzte Kollektion, aber wie in vielen Geschäften, wie bei Mango, Zara, H&M, gibt es die jede Saison wieder. Und habe jetzt einfach ein Hemd drunter kombiniert. Das ist jetzt ein langärmliches Hemd. Habe ich mir anfertigen lassen, deswegen gibt es natürlich jetzt keine Marke, die ich euch sagen kann. Ich bin jemand, ich liebe Hemden bei Frauen, die man in die Hose stecken kann. Also jetzt nicht Blusen, weil ich finde so, wenn sie nicht in die Hose gesteckt werden, finde ich sie nicht ganz so schön. Ist einfach nur meine persönliche Ansicht. Und deswegen lasse ich die mir extra anfertigen, dass sie ein bisschen länger sind. Im Ausland ist es oft billiger, mache ich meistens im Urlaub. Und finde, das ist eine schöne Sache, wenn das Hemd halt perfekt passt. Und ich finde, Hemden kann man echt nicht genug haben, besonders wenn man im Büro arbeitet. Das finde ich so, ist das Standard-Outfit und auch wenn es Standard ist, ist es immer wieder schön und passt wirklich zu jedem Anlass, besonders zu Vorstellungsgesprächen könnt ihr bei sowas nie fehlgehen, wenn ihr euch im Büro bewerbt. Dieses Outfit ist wieder mit einem Rock kombiniert, also für all diejenigen von euch, die gerne Röcke tragen, hier ein Outfit mit Rock. Diesmal ein High-Waist-blauen Rock, etwas kürzer als der vorherige, diesmal auch in Blau. Ich habe diesen hier mal bei H&M gekauft. Wieder mein Hinweis, bei H&M gibt es die regelmäßig, sind auch nicht teuer, das finde ich auch das Coole. Und habe dazu jetzt Blazer und drunter noch ein ärmelloses Hemd. Nur mal so als Anregung, viele denken sich gar nicht so, dass es nicht nur Hemden, die so lang gibt oder ganz lange Ärmel, sondern es gibt auch ärmellose Blusen für Frauen und die finde ich besonders schön. Könnt ihr einfach den Blazer drüber ziehen, wenn ihr findet, das ist jetzt ein bisschen unangebracht. Und wenn es richtig warm wird, könnt ihr auch die Jacke weglassen, die übrigens hier in dem Beispiel von H&M wieder ist. Und meine Schuhe sind so Schnürschuhe, die ja diesen Sommer ziemlich im Trend sind bei Frauen, auch ganz normal im Alltag. Also wenn ihr da wirklich welche kaufen wollt, würde ich euch sagen, investiert da ein bisschen mehr rein. Auch wenn die oft nicht ganz billig sind, sind die super, super bequem. Sie passen zu allem und ihr könnt sie auch über den Herbst tragen. Also immer so die Frage, was trage ich im Herbst denn für Schuhe im Büro? Das hier ist eine super Alternative, weil ihr könnt natürlich auch Socken zu anziehen. Das war mein Vorstellungsgespräch / Büromode-Style-Outfits, die ich euch einfach mal so zeigen wollte. Viele hatten das angefragt. Ich hoffe, das ein oder andere Outfit hat euch vielleicht angeregt, mal zu gucken, wie ihr euren Kleiderschrank erweitern wollt oder sogar umstylen. Wie ihr auch sehen könnt, mit vielen Basic-Teilen wie Blazer oder meine Anzugshose könnt ihr richtig viel draus machen, sei es durch einen Top, eine Bluse. Da muss man nicht immer 20 Teile haben, sondern mit so 4-5 Standardteilen kann man da richtig gut sich verschieden über die Woche bringen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt doch einen Daumen hoch. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss!